Du stehst vor dem Kleiderschrank und denkst, du hast nichts zum Anziehen, obwohl dein Kleiderschrank komplett gefüllt ist. Ich glaube, die Situation kennen wir irgendwie alle. Damit du in Zukunft aber nicht mehr mit Fragezeichen vor deinem Kleiderschrank stehst, habe ich heute 6 einfache Outfit-Kombinationen für dich, die du wirklich super easy kombinieren kannst. Und zwar 3 Smart Casual Outfit-Kombinationen und 3 Casual Outfit-Kombinationen. Und wir starten mit den Casual Looks. Wir starten mit einer ganz einfachen Jeans-T-Shirt-Kombination. Ich trage hier weiße Sneaker. Wenn du dazu weiße Sneaker trägst, dann empfehle ich dir, dann sollten die weißen Sneaker auf jeden Fall schön sauber sein. Bei der Jeans kannst du dir einfach eine Jeans auswählen, je nach Belieben. Ich denke mal, jeder von uns hat eine blaue Jeans im Kleiderschrank. Egal ob mit Löcher, ohne Löcher, ob verwaschen oder nicht verwaschen. Da kannst du einfach irgendeine Jeans auswählen, auf die du Bock hast. Vom T-Shirt her ein ganz einfaches, schlichtes, weißes T-Shirt ohne irgendwelche Prints. Ja, ganz einfach, clean, schlicht. Ich trage hier ein weißes Supima-T-Shirt von Uniqlo und wenn du Lust hast und das Outfit einfach ein bisschen lässiger und cooler wirken lassen möchtest, dann krempelst du einfach die Ärmel auf und gut ist. Wenn du Bock hast, kannst du hier natürlich auch einfach eine Jacke drüber ziehen, wie ich jetzt zum Beispiel hier eine Bomberjacke, dann hast du wirklich einen perfekten, sportlichen Alltagslook. Jetzt kommt kein neuer Look, sondern ich möchte euch diese Variante auch nochmal in komplett schwarz, also in All Black Everything, einfach nochmal zeigen. Hier trage ich schwarze Ledersneaker, das sind die gleichen, die ich eben getragen habe, nur in schwarz. Alternativ kannst du natürlich auch bei einem All Black Everything Outfit weiße Sneaker tragen, um einfach nochmal so einen schönen Akzent zu setzen. Von der Jeans her trage ich eine einfache, schlichte Skinny Jeans. Ich würde dir an dieser Stelle auch empfehlen, dass du eine etwas schmalere geschnittene Jeans trägst, weil das vom Look her einfach ein bisschen besser passt. Vom T-Shirt her, schlichtes schwarzes T-Shirt. Wenn du zum Beispiel eine Skinny Jeans trägst, dann kann es auch cool kommen, wenn du zum Beispiel ein Oversized T-Shirt trägst. Anstatt einer Bomberjacke habe ich hier jetzt einfach eine Lederjacke drüber gezogen. Du kannst natürlich auch dieses Outfit mit einer Bomberjacke tragen, zum Beispiel mit einer schwarzen Bomberjacke. Aber wenn du All Black Everything trägst, dann würde ich dir auch empfehlen, auch eine schwarze Jacke zu wählen. Ob es ein schwarzer Mantel, eine schwarze Bomberjacke oder eine schwarze Lederjacke ist, Hauptsache schwarz. Und übrigens, Elmo läuft mit diesem All Black Everything Outfit auch meistens rum, denn ja, der hat nämlich auch Ahnung, der weiß, mit diesem Outfit kann man halt wenig falsch machen. Das zweite Outfit ist eine Kombination aus Hose und Hoodie. Dazu trage ich hier erstmal einen etwas anderen Sneaker, ja, auch weiße Sneaker, aber mit ein bisschen Farbe, um einfach hier ein bisschen Akzent zu setzen. Die Hose ist eine Crop Trouser, die ist super entspannt und super relaxed, gerade wenn du zum Beispiel einen etwas längeren Arbeitstag hast, kannst du das super darin aushalten, denn das ist vom Stoff her ein etwas feinerer Stoff, auch ein bisschen elastischer Stoff, aber zeitgleich hast du auch noch einen elastischen Gummibund, das macht die Hose halt super angenehm zum Tragen. Das Oberteil ist ein einfacher Kapuzenhoodie. Von der Farbe her findet er sich in den Sneakern wieder. Und auch die Sneaker haben hier noch einen kleinen Farbklecks, der identisch zu der Hose ist. Von daher rundet der Sneaker das Outfit einfach nochmal komplett ab. Also ein locker lässiges Outfit, was perfekt für einen langen Bürotag geeignet ist, denn es ist super bequem, super angenehm zum Tragen und die Hose, weil es halt eine Crop Trouser ist mit einem feinen Stoff, macht das Outfit auch nochmal dementsprechend einfach ein bisschen schicker. Der dritte Casual Look ist eine Hemd-Hose-Kombination. Auch hier trage ich wieder weiße Ledersneaker und bei der Hose trage ich jetzt hier auch wieder die Crop Trouser, die ich in dem vorherigen Outfit auch getragen habe. Du könntest alternativ hier aber auch eine Jogginghose tragen. Wenn du hier eine Jogginghose trägst, dann solltest du aber keine Jogginghose tragen, wie zum Beispiel eine Nike-Trainingshose, sondern einfach eine schlichte, einfache Jogginghose, vom Stoff her vielleicht auch ein bisschen feiner, wenn es möglich ist und einfach ein bisschen eng anliegend und von der Länge her so, dass sie perfekt auf den weißen Sneakern aufliegt. Ich trage jetzt hier ein blau-weiß gestreiftes Hemd, was ganz gut zu den Sneakern als auch zu der Hose matcht. Wenn du aber eine Jogginghose trägst, dann würde ich dir definitiv empfehlen, ein hochwertiges Oberteil zu tragen, denn du willst nämlich dann versuchen, die Jogginghose einfach mit deinem Oberteil ein bisschen aufzuwerten und dann empfiehlt sich einfach zum Beispiel hier ein gutes Hemd zu tragen. Und hier sehen wir jetzt nochmal alle 3 Casual Looks nochmal aufgelistet und eigentlich sind es sogar 4 mit der All Black Everything Variante. Wenn du weitere Informationen haben möchtest, was das Thema Outfits und Styling angeht, dann lad dir einfach mal den Men's Style Guide runter. Das ist ein E-Book, kannst ganz einfach auf dein Handy runterladen, kostet nicht viel. Mit dem Gutscheincode DIALENKEUTE20 bekommst du 20% Rabatt. Und anschließend, wenn du das Buch dann gelesen hast, dann bist du auf jeden Fall mit den Grundlagen, was das Thema Outfits und Styling angeht, definitiv vertraut. Machen wir weiter mit den Smart Casual Outfit Kombinationen und hier starten wir mit einer Chino Hemd Kombination. Auch hier trage ich wieder meinen weißen Ledersneaker und dazu dann eine beige Chino. Du kannst von der Farbe her, was die Chino angeht, zum Beispiel auch
einen dunkelgrün wählen oder einen dunkelblau wählen. Das passt auch ganz gut und lässt sich gut kombinieren. Achtet aber darauf, dass die Chino nicht zu lang ist, sondern dass die Chino einfach perfekt abschließt und unten beim Sneaker keine Falte wirft. Das Hemd ist ein einfaches, weißes, cleanes, schlichtes Hemd. Das würde ich dir an dieser Stelle auch empfehlen. Also ohne eine Brusttasche und ohne Button-Down. Denn Brusttasche und Button-Down wäre jetzt wieder eher casual. Und wir sind ja gerade aktuell im Smart-Casual-Bereich. Optional kannst du das Hemd natürlich auch noch in die Hose reinstecken. Dann wirkt das Outfit nochmal ein Ideechen schicker. Die nächste Outfit-Kombination besteht aus Anzugshose und Shirt. Und anstatt jetzt hier wieder weiße Ledersneaker zu tragen, trage ich jetzt hier einfach mal Wildleder-Loafer. Die kann ich dir an dieser Stelle auch dazu empfehlen, denn das harmoniert wirklich an dieser Stelle richtig gut mit der Anzugshose und dem Shirt. Bei der Anzugshose ist es wichtig, dass die Anzugshose wirklich richtig gut sitzt. Gerade dann, wenn man zum Beispiel auch hier das Shirt in die Hose reinsteckt, da sieht man zum Beispiel an den Seiten noch die Side-Adjusters von der Hose. Da kann man die Hose dann dementsprechend noch ein bisschen anpassen, dass die auch wirklich richtig gut sitzt und man keinen Gürtel verwenden muss. Als Shirt trage ich hier ein schwarzes Poloshirt. Du kannst alternativ natürlich auch ein ganz normales, schlichtes, schwarzes T-Shirt wählen. Allerdings ist es wichtig, dass das Oberteil definitiv körperbetont ist, nicht zu eng. Gerade dann, wenn du das Shirt halt in die Hose reinsteckst und das Outfit einfach ein bisschen schicker wirken lassen möchtest, gerade dann ist es wichtig, dass es schön körperbetont ist. Und ich finde an dieser Stelle auch wichtig, dass das Shirt in der Hose ist. Gerade dann, wenn man halt so eine schöne Anzugshose anhat, so kommt die einfach nochmal ein bisschen besser zur Geltung und dann kann man auch die feinen Details, wie zum Beispiel die Side Adjusters an den Seiten der Anzugshose sehen. Die letzte Outfit-Kombination ist gleichzeitig auch die schickste Smart-Casual-Variante und zwar ein Anzug mit einem T-Shirt. Je nachdem, wie formell du das Outfit tragen möchtest, kannst du entweder hier, wie ich jetzt zum Beispiel, weiße Ledersneaker wieder tragen oder auch zum Beispiel alternativ Loafer. Die Hosenlänge von der Anzugshose hier kann jetzt ruhig ein bisschen kürzer sein, weil es natürlich ein Smart-Casual-Look ist und wir sind natürlich auch mit Ledersneakern unterwegs, also auch ein relativ sportlicher Look. Von daher ist es vollkommen okay, wenn die Hose einfach hier ein bisschen kürzer ist. Was das Oberteil angeht, ein weißes, cleanes, schlichtes T-Shirt. Meine Empfehlung, auch hier ein etwas körperbetontes T-Shirt zu wählen. Kein Oversize, sondern ein körperbetontes T-Shirt, was nicht zu eng ist, aber was du auch an dieser Stelle mal wieder hier in die Hose reinsteckst. Das T-Shirt kann vom Stoff her auch noch ein etwas feineres T-Shirt sein, weil es natürlich auch ganz gut zum feinen Anzug passt. Beim Sakko würde ich dir definitiv empfehlen, das Sakko auszuwählen, was passend zu der Hose ist und hier nicht zu mischen oder ein anderes Sakko auszuwählen, weil das kann unter Umständen auch mal nach hinten losgehen. Also meine Empfehlung ganz klar, das passende Jackett bzw. das passende Sakko zu der Hose auswählen und den Anzug wirklich auch als kompletten Anzug tragen. Somit machst du auf jeden Fall nichts falsch. Um das Outfit jetzt nochmal ein bisschen zu pimpen, könntest du jetzt zum Beispiel nochmal ein Einstecktuch oben in die Brusttasche reinmachen. Habe ich jetzt an dieser Stelle nicht gemacht, denn ich finde den Look so wie er ist relativ gut und sportlich. So, das sind jetzt nochmal alle drei Smart Casual Looks zusammen. Und insgesamt haben wir dann 6 verschiedene Outfit-Kombinationen, eigentlich sogar 7 mit der Variante in All Black Everything. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video ein wenig weiterhelfen. Und das nächste Mal, wenn du vorm Kleiderschrank stehst, hast du hoffentlich nicht mehr ganz so viele Fragezeichen auf dem Kopf. Und falls doch, schaust du dir einfach wieder dieses Video an und dann weißt du direkt, was du anziehen kannst. Also, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anziehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.